Hey du da, komm mal her. Das erinnert mich gerade an die Simpsons. Da gibt's eine Folge, da sagt der Kent Brockman, also der Nachrichtensprecher in Springfield, dass primitive Menschen sich dadurch zu erkennen geben, dass sie oft ach ja und komm mal her sagen. Nein, du solltest gegen die Wölfe erstmal kämpfen. Hier, erstmal du. Genau. Sehr schön. Wölfe sind gefährlich, möchte ich anmerken. Die haben nämlich eine ganz gemeine Attacke, die wir bestimmt auch noch zu spüren bekommen. So eine Kettenattacke. Und wenn man da reingerät, dann hat man es die längste Zeit gehabt, das Leben. Ja, also Kent Brockman hat dann gemeint, dass primitive Menschen dadurch zu erkennen sind, dass sie oft ach ja und komm mal her sagen. Und dann meinte Homer, so, ach ja, Bart, komm mal her. Und Bart, ach ja, komm mal selber her. Fiel mir gerade so ein. Weil ich gerade irgendwas mit Komma her gesagt hatte. So, hohoho. Jetzt du. Das mache ich natürlich nicht bloß, weil ich Wölfe nicht mag oder so, sondern weil ich jetzt schon weiß, dass wir das machen müssen werden, so rum. Und wir sehen schon, das gab es auch in den anderen Gothic-Teilen, die haben eine Priorität hier für sich, die Tiere. Also die Wölfe, die werden immer zuerst auf die Scavenger losgehen und uns in Ruhe lassen. Was ich sehr praktisch finde. Das gab es auch in Gothic 2, soweit ich weiß, war das da Wölfe und Schafe gewesen. Und da konnte man ja auch ein bisschen rumspielen. In Gothic 2, ich habe da gern rumgecheatet. Also ich hab jedes Spiel von Gothic erstmal ungecheatet durchgespielt, um mich anschließend mit den Cheats auszutoben. Und da konnte man auch, wenn man wusste wie, die Klasse umstellen, als die der eigene Charakter erkannt wird. Da konnte man das, wenn man die Nummer wusste, auf Schaf stellen oder auf Suchender oder was auch immer. Fand ich ganz witzig. Da war man dann eben mal entsprechendes Schaf. So, mal einen Schluck genommen, noch den Eisenhalm eingesteckt. Und dieser Kollege, das ist so ein kleiner Bug, würde ich sagen. Also da, hier kann man gut an Geld kommen bei diesem Kollegen, der Jens. Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Ja, Jens, ich bin auf dem Weg ins Dorf. Ich will ins Dorf. Dann bist du auf der Suche nach Arbeit, was? Kommt auf die Arbeit an. Die Söldner im Dorf brauchen bestimmt noch jemanden. Vorausgesetzt, du kannst mit einer Waffe umgehen. Ja, das ist schön. Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Wild. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfelle. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir 10 Wolfsfelle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Kap Dun haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Ach komm schon, ich muss dir dann doch sowieso Geld geben dafür, wenn du mir irgendwas beibringst. Da hast du auch sowas von. Immer diese Jense, also ehrlich. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ja, hier gibt's nämlich... Ja, der Kollege verkauft Bögen. Und er hat selbst, ich glaube, den Waldläuferbogen. Ich speichere mal. Dem macht das nichts aus, wenn ich den umniete. Jedenfalls, sorry, Jens. Ja, ja, halt die Klappe. Du wagst es nicht. Oh, du Mistsack. So, jetzt haben wir den nämlich niedergemacht. Kriegen einerseits das tolle Langschwert, aber das Wichtigste, diesen Waldläuferbogen. Der hat zwar durch die Abnutzung einen schlechten Geschossschaden, aber den kann man für viel Geld verkaufen. Und wenn wir weggehen und später mal wiederkommen, wird er wieder einen Waldläuferbogen tragen. So, das ist so mein Tipp, um an Geld zu kommen. Ich weiß nicht, ob es in dem neuesten gepatchten auch noch so ist, aber früher war das zumindest so. Da konnte man richtig gut an Geld kommen, wenn man denn den Bock hatte, Jens immer mal wieder umzunieten. Ich meine, dem schadet sowieso nichts, aber... Ja... wenn ich den Jagdbogen jetzt klaue. Ach gut, den interessiert das gar nicht. Da kann ich auch noch die Kiste öffnen hier. So, was haben wir da? Ach, bloß Gemüse, ein Pfeil, Wasser, Gold, super. Weiter. So, und da kommen wir auch schon nach Kap Dun, meine Freunde. Hello, Silas. Hoho, ein neues Gesicht. Oho. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin
Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Buffert. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Ach ja, es ist immer wieder schön, wenn unser Held anfängt, ich bin zu sagen und ihm dann irgendjemand ins Wort fällt, damit er ja keinen Namen sagt. Denn unser namenloser Held heißt nicht ohne Grund so, er hat keinen Namen. So. Wer ist Buffert? Er ist ja der Chef, zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Ja, an den werden wir uns dann auch gleich wenden, aber reden wir erstmal mit Silas dem Mönch weiter. Ich glaube bei, wie ist es denn? Sakrileg, der Typ hieß doch auch Silas, oder? Der Mönch, der Böse, der Albino-Mönch, der sich immer selbst gegeißelt hat. Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Der hat sich immer bloß selbst gegeißelt, bestimmt, damit er sich ein bisschen Blut auf den Rücken holt, um so ein bisschen Farbe zu kriegen. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kapdun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Was für ein Miststand. Ein Miststand. Ich meine, selbst wenn nichts in der Nähe ist, wenn bloß eine Wegkreuzung oder sowas ist, findet man manchmal Kneipen. Und in dem Dorf gibt es nicht mal so eine Kneipe. Na gut. Die Kollegen sind, glaube ich, alles bloß Sklaven. Und zwar namenlose Sklaven. Wie wir wissen, haben namenlose NPCs nichts zu sagen. So, und hier haben wir Wolfsfälle. Die nehme ich mal so ganz ohne Hintergedanken mit. Wir sehen schon, es gibt wieder sehr viele Wolfsfälle, die hier so in der Gegend rumliegen. Und das ist genauso wie mit den Heilpflanzen bei Redok. Das ist eben so. Rah, hallo. Du hängst ja auch schon eine Weile rum, oder? Ist bestimmt auch so ein Cliffhanger. ja. Ich speichere mal. So. Hallo Assassinenfreund. Gamal. Hey du, du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Das ist wahr. Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Ork sogar einen echten Paladin verkauft. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Ja, ein wertloser Kelch, der in der Hand eines Paladines ist, nachdem wir vorhin mit einem Feuermagier geredet haben. Die Paladine und die Feuermagier sind ja beide im Namen Innos unterwegs. Das sollte uns doch irgendwie zu denken geben, oder? Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Dieser räudige Mistkerl, da werden wir uns gleich drum kümmern. Ja, ich jage keine Menschen. Pah, das machen wir sehr wohl, würde ich sagen. Ich fange Harek wieder ein. Wo ist er? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon geholt. Wahrscheinlich ist er noch in der Gegend. Vielleicht hat ihn vor der Stadt jemand gesehen. Sklaven. So, wo ist die Rüstung? Ist ja. Wo ist genau. Die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Urkras ist, glaube ich, der beste Name im ganzen Spiel hier. So. Das Leben als Sklavenjäger scheint sich zu lohnen. Hilf mir, dann erzähle ich dir vielleicht mehr darüber. Na klar, das machen wir. So, ich weiß natürlich zufälligerweise, wo der Sklave ist. Er hat sich wahnsinnig gut versteckt. Nämlich 2 Meter in diese Richtung. Da steht er schon. Ist wirklich richtig toll, das Versteck. Hallo, Harek. Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig.
Ich suche nur ein paar Pflanzen. Ganz bestimmt. Pflanzen also. Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Nein. Schade. Naja, macht nichts. Dann muss ich wohl die Pflanzen essen. Ja, genau. Wir werden jetzt erstmal, bevor wir den festnehmen, geben wir ihm noch ein Stück gebratenes Fleisch, damit wir das Quest auch noch abschließen können. Dazu muss ich jetzt aber erstmal ein Feuerchen finden, denn wir haben Fleisch, wir haben bloß kein gebratenes Fleisch. So, haben wir hier irgendwo ein Feuer? Sieht schlecht aus. Ich brauche ein Feuer! Mann, jetzt müsste ich nochmal zu Jens zurück. Ja gut, dann lassen wir den erstmal stehen und kümmern uns erstmal um den Rest hier. Wir müssen sowieso nochmal darüber. Ja, hier haben wir, wie man unschwer erkennen kann, das ist übrigens ein Belia-Symbol, das ist hier so von den Assassinen irgendwie. Hier haben wir unschwer zu erkennen, die Assassinenbauten, das vielleicht nicht so gut, aber hier sieht man es doch sehr schön. Das ist von unserem Freund Gamal, wobei das ist glaube ich gar nicht von dem Assassinen, aber das hier. Hallo! Na, alles okay? Denk nicht mal dran! Woran denn? Was? Wovon redest du? Die Truhe gehört Gamal. Fass sie an und ich hack dir die Hand ab. Hatte ich gar nicht vor. Da wäre ich nie drauf gekommen auf die Idee. Ich weiß gar nicht, was du mir hier zu unterstellen versuchst. Puh. Hallo, Ochse. Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter enden. Warum hat der Ork einen südlichen Akzent, einen Assassinen-Akzent? Es klang zumindest gerade so für mich. Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Okay, jetzt klang es eher wie ein fetter Russe, der total besoffen ist und ganz schwammig so versucht, Deutsch zu reden. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ja, das wissen wir doch. Also wir wissen, dass ihr das nicht wisst. Und noch ein Assassine. Hallo, Eziel. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Och, bloß mal so rumgucken. Mal schauen, was es so gibt. Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem Dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister der Dreistigkeit. Du kannst es ja auch behalten, das ist mir egal. Dann machst du halt kein Geld damit, Idiot. Was willst du? Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Ein Dutzend? Habe ich so viele? Ja, das ist schön. Gut, dass ich gesammelt habe. Ich habe die Heilpflanzen, die du wolltest. Und die kann ich auch gut gebrauchen. So, damit haben wir schon mal den ersten Ruf in Kapdun uns eingeheimst. Das wird noch so weitergehen. Bring mir was über Alchemie bei. Was kann der? Der kann zum Beispiel Waffen vergiften, das konnten wir bei dem anderen nicht. Also es ist auch immer so ein bisschen lehrmeisterspezifisch, was wir lernen können, aber das ist ja meistens so in den Spielen. Verkauf mir deine Tränke. Gut, dann lass mal sehen, wie viel Gold du hast. So, und da können wir vielleicht bei ihm hier die 3 Heiltränke abkaufen und dafür irgendwas in Zahlung geben. Zum Beispiel das abgenutzte Langschwert oder natürlich den Waldläuferbogen, den wollte ich ja sowieso loswerden. So, da haben wir nämlich schon gut Geld hier, noch gleich was mitkriegen. Und dann können wir auch gleich wieder einen neuen Waldläuferbogen uns holen. Also wir könnten natürlich auch so uns einen neuen Waldläuferbogen holen. Aber ich meine, da sieht man dann gleich, dass es sich rentiert. Das einzige Doofe ist halt bloß, dass die Händler irgendwann kein Gold mehr haben, das sie uns geben können. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich mich hier vergreifen soll in den ganzen Truhen. Ich speichere mal vorher lieber. Nicht, dass sie mich dann am Ende als Dieb bezichtigen und mich ja alle nicht mehr wollen oder sowas. So, schauen wir mal rein. Ja, hat eh nichts Spannendes. Die Joints, die so mit drin sind, der schwarze Roba, das ist übrigens Sumpfkraut alles. Also, wie ich schon mal erwähnt hatte irgendwann, das Sumpfkraut ist hier das Gras der Gothic-Welt. Nur, dass Sumpfkrautrauchen ein ganzes Stück verbreiteter ist als in unserer Welt das Kiffen. Das zieht man sich mal so zwischendurch rein. Das passt schon. So, die Truhe noch und dann haben wir hier alle um ihre Habe erleichtert, alle Orks. Gut, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Orks hier in die kleinen Betten reinpassen. Egal.